In diesem Video kannst du sehen, wie du die App der Church Tools einrichtest und welche Funktionen dir diese App bietet. Du kannst die App in dem App Store deines Smartphones runterladen, indem du nach Church Tools suchst. Wenn du die App das erste Mal öffnest, musst du die Kirchengemeinde auswählen, bei der du dich anmelden möchtest. Klicke dafür auf URL eingeben. In dem Feld, das sich öffnet, gibst du nun ein Hasefeld. Klicke auf Weiter. Nun siehst du das Logo und den Namen unserer Kirchengemeinde. Bei der E-Mail-Adresse gibst du deine E-Mail-Adresse ein, mit der du bei den Church Tools registriert bist. Und beim Kennwort das Kennwort, das du für deine E-Mail-Adresse hinterlegt hast. Klicke anschließend auf Einloggen. Auf deiner Startseite hast du einen schnellen Überblick über alles, was dich betrifft. Bei den Geburtstagen siehst du alle Geburtstage der Leute aus den Gruppen, in denen du bist. Bei den anstehenden Terminen siehst du alle Termine aus den Kalendern, die für dich relevant sind. Und bei meinen Gruppen siehst du alle Gruppen, in denen du aktuell als Teilnehmerin, Teilnehmer oder als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter registriert bist. Unter Entdecken hast du die Möglichkeit, dich weiter zu vernetzen. Du siehst hier zum Beispiel die verschiedenen Gruppen und Angebote, die es noch in unserer Kirchengemeinde gibt. So kannst du schauen, was dich noch interessiert, Informationen zu der jeweiligen Gruppe angucken und kannst deine Gruppenmitgliedschaft anfragen, wenn du Teil dieses Angebotes werden möchtest. Ebenfalls unter Entdecken findest du den Reiter Events. In den Events ist alles aufgelistet, was in nächster Zeit an Veranstaltung in unserer Kirchengemeinde stattfinden wird, allem voran die Gottesdienste. Die Eventliste ist die Möglichkeit, sich für einen Dienst einzutragen. Wenn du also zum Beispiel als Kirchenvorsteherin oder Kirchenvorsteher im Gottesdienst am 26.03.2023 den KV-Dienst machen möchtest, wählst du dieses Event aus und siehst hier, ob der Dienst eigentlich bereits besetzt ist. Für den Gottesdienst am 26.03. fehlt noch ein Kirchenvorstand. Ich wähle Eintragen und sage, dass ich als Kirchenvorstand am 26.03. im Gottesdienst tätig sein werde. Mein Name erscheint und in dem Event ist automatisch vermerkt, dass ich dort als Kirchenvorstand tätig sein werde. Im Kalender sehe ich alle Termine, die in nächster Zeit anstehen. Über den Menüpunkt oben kann ich auswählen, welche Kalender für mich interessant und relevant sind und kann so selektieren, welche Termine mir angezeigt werden sollen und welche Termine für mich nicht interessant sind. Im Chat sehe ich alle Gruppen, in denen ich aktiv bin, sei es als Mitarbeiterin und Mitarbeiter oder auch als Teilnehmerin oder Teilnehmer. Ich habe die Möglichkeit, innerhalb dieser Gruppe mit den Leuten zu chatten, die auch Teil dieser Gruppe sind. Über die Lupe oben kann ich außerdem nach einzelnen Personen suchen, um private Chats zu starten. Ich kann nur mit Personen chatten, die mit mir in einer Gruppe sind. In den Einstellungen kann ich verschiedene Sachen zu meinem Konto und meinem Profil konfigurieren. So habt ihr auch hier die Möglichkeit, euer Profil zu vervollständigen und zu verändern. Die Church Tools senden euch Push-Up-Benachrichtigungen. Ihr werdet zum Beispiel benachrichtigt, wenn ihr für einen Dienst angefragt werdet oder wenn es die Möglichkeit gibt, sich zu einem neuen Angebot anzumelden. So verpasst ihr nicht mehr, wenn es etwas Neues gibt, was ihr auf jeden Fall mitbekommen solltet. Nachdem ich mich beim Dienst eingetragen habe, sehe ich auf meiner Startseite,
übrigens auch meine anstehenden Dienste. Und habe so nochmal einen schnellen Überblick, zum Beispiel darüber, dass ich an diesem Sonntag im Gottesdienst als Kirchenvorstand aktiv sein möchte.